Hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Mini Motorways. Heute machen wir mal die tägliche Herausforderung vom 17.10.2021. Loop the Loop the Loop the Loop. Beginne mit 4 Kreisverkehren und Brücken, wohin das Auge reicht. Beginne mit 4 Brücken. Hört sich nicht unbedingt jetzt so schwer an. Das Ganze ist in München. Mal schauen, wie es rauskommt. Let's go. Gleich mal wieder die Zeit vorausspulen. Da das ja wieder am Anfang etwas langweilig ist, finde ich ja selber auch. Von daher, bitte die Zeit etwas vorspulen. Mach hier schon meine Brücke hin, dass hier nichts spawnt. Ja, nice. Fängt schon super an. Vor allem dafür habe ich jetzt schon zu wenig Straßen. Daher muss hier vorerst eine Kreuzung hin. Gut. Damit kann ich jetzt leben. Ist ja noch nicht ganz so schlimm. But wait a second, kann man hier den Kreisverkehr hinpappen? Nope. Okay. Ja. Spielt jetzt hier nicht so eine große Rolle. Wollte ich gar nicht. Okay. Ne, ich glaube eben, das ist gar nicht so gut, wenn man hier das Ganze immer vor der Haustüre hinpappt. Das sollte aber so funktionieren. Jetzt hat hier schon etwas mehr Verkehrsaufkommen bei dieser Kreuzung. Geht aber trotzdem noch ganz klar. Solange das Ganze hier mit 2 Farben bloß anfängt, hat es ja noch nicht so ein großes Problem. Oder stellt es noch nicht so ein großes Problem dar. Gut, jetzt wird schon etwas anders. Sorry, wollte ich auch nicht. Könnten wir vorerst so machen? Ja, mache ich auch einfach mal. Du kommst gleich hier mit hin. Und du kommst hier mit hin. Dann haben wir zumindest die meisten Farben etwas getrennt. Das können wir hier auch machen, indem wir das irgendwie so verbinden. Ein Kreisverkehr oder eine Autobahn. Kreisverkehr haben wir noch. Von daher eine Autobahn.
Hört sich ganz gut an. Ich frage mich halt immer, ob es besser ist, eine große Kreuzung zu machen oder jedes Haus so gesehen einzeln an den Kreisverkehr mit anzuschließen. Was ist da wohl der bessere Weg? Okay. Pink kommt mit ins Spiel. Und da haben wir auch schon zu wenig Straßen. Ach komm schon. So, funktioniert das Ganze vorerst gut, wie es scheint. Genau, abgesehen eben von hier. Wait. Das Haus dafür ist hier. Das ist schon mal recht beschissen. Kann man eine Brückenkreuzung machen? Ne, kann man nicht. Man könnte aber hier lang. Die fahren ja jetzt schon recht eine große Strecke. Und das Zeug sammelt sich hier schon an. Was nicht so gut ist. Und dann möglicherweise hier eine Kreuzung, dass man hier oben durch fahren kann. Ja. Nice. Macht's halt alles noch viel schlimmer. Ah, wait. Wir haben hier ja was Schönes. Dann können wir einfach hier die Kreuzung machen mit einer Ampel für Blau und Rot. Und das Ganze hier verbinden. Sieht doch gut aus. Und dann kommt hier die Ampel hin. Gleich wieder aufgehen. Gut. So sollte es vorerst funktionieren. Und wenn wir dann eine nächste. Ah, wait. Wir haben ja noch eine Brücke. Ah, ne, das kommt ja aufs Gleiche wieder raus, wenn ich hier oben rot lang führen würde. Dann hätten die wieder einen längeren Weg. Allerdings könnte man das hier ja abkapseln mit diesen drei Häusern. Ja. Dann hat es hier schon etwas weniger Verkehr auf dieser Kreuzung. Pink müssen wir hier oben lang führen. Wir haben keine. Fuck. Gut. Dann geht Pink halt hier mit hin. Ja, geht nicht anders. Vorerst zumindest. Ich glaube, das hier könnte noch unser Tod bedeuten.
sieht bisher nicht ganz so gut aus. Die Häuser hierfür sind hier unten. Das ist jetzt natürlich auch eine beschissene Lage. Ja. Eine Autobahn hört sich fast besser an. Könnten wir Rot daraus nehmen? Und eine Brücke sparen? Ist zwar recht unnötig. Aber ich lasse das mal so. Mal schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Dann könnten wir Pink doch hier oben durch nehmen. Und hier mit anbinden. Hier die Straße entfernen. Ja. Weiß könnte man von hier wegnehmen. Hier entlang. Geht natürlich vorerst nicht. Daher doch irgendwie dann hier so entlang. Gut. Mal kurz etwas vorspulen, dass die Straßen wegkommen. Müssen wir halt hier vorerst eine Kreuzung machen. Und hier weiß mit anbinden. Wenn es denn reichen würde. Sieht natürlich nicht so aus. Dann halt so. Funktioniert gerade alles ganz okay. Ich glaube, das hier mit den mehreren Armen ist einfacher. So besser. Die Ampel hier regelt das Ganze auch ganz gut. Ich nehme jetzt mal 30 Straßen, da ich gar keine Straßen mehr übrig habe. Können wir schon mal die Straße hier hin ziehen, um das Ganze hier auf der Brücke mit einzubinden. Und wir dann hier eine Brücke hinbauen können, um diesen Verkehr hier zu minimieren.
das macht uns natürlich wieder einen Strich durch die Rechnung. Ich versuche hier oben bloß etwas den Verkehr hier auf dieser Durchgangsstraße wegzunehmen. Daher dieser extra Arm. Hier könnte man das Ganze eigentlich auch versuchen, indem man die drei Häuser hier in einen extra Arm mitnimmt. Okay, das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Müssen wir vorerst so machen. Irgendwo die Möglichkeit, einen Kreisverkehr mit einzubauen. Ob das hier was bringen würde, keine Ahnung. Kann man versuchen. Möglicherweise bringt es was. Ja, nice. Ich habe einfach keine Straßen. Und ich soll hier Sachen bauen, die gar nicht möglich sind. Das Haus steht leer. Es steht voll, das auch. Häuser, die voll stehen, kann man vorerst wegnehmen, damit man mehr Straßen hat. Ich möchte eigentlich gerne weiß wegnehmen. Natürlich keine Brücke, so soll es auch anders sein. Pink ist natürlich ein Problem. Weiß auch. Die bräuchten hier eine Brücke. Oder noch besser eigentlich hier nach unten. Dann könnte man hier ein paar Fahrzeuge wegnehmen, die hier hinten mit einbeziehen. Aber geht ja vorerst nicht. Von daher lasse ich das mal so laufen. Scheint ja trotzdem ganz okay zu sein. Hier oben ist mir ein zu großes Chaos. Auch das hier schon ist beschissen. Müsste man so lösen? Nope. No. Nope. Komm. Und so. Ja, weiß fährt halt hier oben lang, das ist ein Problem. Pink sieht auch nicht so
nice aus. Okay. Wait. Woher kommt jetzt dieser Timer? Die Fahrzeuge... Wow, wow. Habe ich offensichtlich übersehen. Und um jetzt das Ganze hier nicht durch diesen Parkplatz zu führen, mache ich hier eine extra Straße. Damit die hier hoffentlich außen rum fahren. Kreisverkehr hier oben ist echt beschissen. Hat es irgendwo Häuser, die leer stehen? Hier bräuchte es eigentlich auch bloß zwei Häuser. Und dann könnte man hier oben eigentlich pink wegnehmen. Dass die hier oben bloß für die zwei hier zuständig sind. Und dann würde ich wahrscheinlich hier... Obwohl... Kann man so lassen. Vorerst. Weiß wir gleich... ein Problem haben. Ich glaube, für Weiß wird der Highway fast besser. Irgendwie so. Das Haus hier unten stört auch etwas. Weiß sieht nicht gut aus. Weiß hat ein Problem. Sollte es aber hoffentlich gleich irgendwie geklärt bekommen. Zumindest... Oh shit. Ja, nice. Okay, wow. Wird langsam etwas schwierig. Ob jetzt das so schlau war?
mag ich fast schon mit zu bezweifeln. Und wo wird dann natürlich? Eigentlich einen Sammelpunkt machen könnten. Für all die weißen Fahrzeuge. Ja, nee, so. Müsste es, glaube ich, besser sein. Die hier oben könnte man eigentlich auch noch mit einbeziehen, wenn man denn genug Straßen hätte. Ja, gut. Macht ihr was? Oder nicht? Nee, bis jetzt nicht. Der Kreisverkehr hier hat sich wieder etwas beruhigt. Was ist jetzt mit Blau los? Blau hat jetzt ein Problem. Ich könnte mir hiermit anwenden, damit du vielleicht hier irgendwie rumfahren könntest. Schwierig, schwierig. Warum hat es hier oben jetzt auch noch blau? Und blau ist hier. Bräuchten wir eine Straße, um hinzukommen? Hallo? Bitte? Das hier ist echt doof. Das wird echt hart. Pink. Weiß. Pink hat's halt auch schwierig. Wir können versuchen, den Highway von hier drüben nach hier drüben zu nehmen, um Pink zu helfen. Und Weiß muss sich halt irgendwie eine andere Lösung heraussuchen. Weil ich glaube, Pink wird da eher fast ein Problem sein. Dann kümmern sich diese Häuser hier um diese zwei Pinke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die zwei Häuser hier.
kümmern sich nicht um dieses pinke Teil hier. Das regeln die Häuser hier oben. Die man wenigstens auch ein paar anders rumlenken könnte, dass Blau nicht so ein Problem hat. Blau ist hier. Okay, blau, blau. Blau hat's auch noch hier. Müssen wir doch hier noch die Straße verbinden, damit die sich entscheiden können, ob sie hier nach rechts oben oder nach links unten möchten. Mhm. Die zwei kümmern sich immer noch um dieses Teil hier. Hier oben haben wir diese Fahrzeuge. Gibt es irgendwo eine Opportunity für den Kreisverkehr? Hier nicht. Da würde einer reingehen. Könnte man auch machen mit wegen Blau. Aber dann muss man das etwas anders gestalten. Ich habe keine Ahnung, ob das hier alles funktionieren wird. Ich versuche bloß irgendwie einen Überblick zu bekommen, wo was hingeht. Weil zum Beispiel dieses Haus hier muss von hier nicht nach hier oben oder hier drüben. Aber das ist ja viel zu weit. Nee. Mal schauen. Mal schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Was ist eigentlich hier mit Rot los? Ihr müsst schon etwas machen, damit ihr auch dorthin kommt. Es ist euch hoffentlich schon bewusst. So. Leute, please. Kurz etwas langsamer laufen lassen. Was ist mit Rot hier los? Wieso fahren die nicht? Leute, ist es ein Bug? Please. Ja, wow. Wenn ich jetzt wegen dem ablose,
was so aussieht. Oh, fuck you. Come on. Das war jetzt mies. Die hatten irgendwie ein Problem. Die sind nicht, einfach nicht losgefahren. Das nervt mich jetzt. Zu wenige Autos erreichten dieses Ziel rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 73 Tagen zusammen. 1209 Pendler waren diese Zeit auf den Straßen unterwegs. Okay. Ja. Wenn jetzt dieser Bug nicht gewesen wäre, hätten wir es wahrscheinlich noch etwas weiter geschafft. Aber leider... Ja. Kann man nichts machen. Schade, schade, Schokolade. Gut, das war's dann. Mal kurz in der Rangliste schauen. 1410. Ja, 5000 Punkte. Gut. Kann man nichts machen. Muss man so hinnehmen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.